Qual è il tuo soprannome? Ja, mein Spitzname ist Stöbi. Stöbi ist, als ich klein war, konnte ich recht früh laufen und ich hatte einen lustigen Laufstil und so nannten mich alle Stöbi, ja. Se non avessi fatto il giocatore di hockey, che lavoro avresti fatto? Ich glaube, ich hätte es mit Fußball probiert. Ich glaube, ich hätte Fußball gespielt. Und sonst, ich glaube, Schauspieler hätte ich auch sehr gerne gemacht. Schauspieler, ja. A che età e dove hai iniziato a giocare a hockey? Ich war etwa 9 Jahre alt. Ja, ziemlich spät angefangen in Zug Eishockey zu spielen. Vorher habe ich lange Fußball gespielt. Ein paar Jahre habe ich Fußball und Eishockey gespielt. Und dann etwa ab 9 Jahren habe ich mich für Eishockey entschieden. Qual è il tuo numero di maglia e perché l'hai scelto? Mein Nummer ist, das ist der Jahrgang meiner Großmutter. Dank meinen Großeltern konnte ich Eishockey spielen. Sie wohnten gerade neben dem Eishockey-Stadion. Hai qualche rito scaramantico prima delle partite? Ja, ich gehe immer nach dem Einwärmen von draußen, gehe ich, bevor ich nochmals aufs Eis komme, gehe ich duschen. Nel tempo libero cosa ti piace fare? Ja, ich bewege mich sehr gerne. Ich mache sehr viel Sport. Ich spiele gerne Fußball. Im Sommer gehe ich gerne Volleyball spielen. Ich bin gerne am Baden im Sommer und im Winter bin ich auch gerne im Schnee. Also ich bewege mich gerne draußen. Qual è il tuo piatto preferito? Ich esse sehr gerne Raclette im Winter, sehr gerne Raclette. Aber sonst esse ich sehr gerne Fleisch. Entrecote habe ich auch sehr gerne. Ja. Qual è la cosa che ti piace di più del Ticino? Das schöne Wetter, würde ich sagen. Qual è la prima parola che hai imparato in italiano o quella che ripeti più spesso? Grazie.